Wir Landwirte sind irgendwo die Opfer unseres eigenen Erfolgs. Warum machen wir uns als Landwirte, als Bauern immer gleich Gedanken, wir müssen die Welt versorgen mit Lebensmitteln? Wenn ich ein anonymes Massenprodukt liefere, was jeder andere auch liefern kann, warum alles in der Welt erwarte ich da Wertschätzung? Wir brauchen da einen Paradigmenwechsel, wir brauchen die besten Köpfe in der Landwirtschaft. Ich sehe tatsächlich, dass es Versorgungsengpässe geben wird. Das wird aber im Augenblick alles so ein bisschen weggewischt, so nach dem Motto, als würde uns das alles nicht betreffen. Muss wirklich eine Lebensmittelknappheit kommen, dass vielleicht ein paar munter werden und sagen, kaufen wir ein bisschen Brot, wo vielleicht im Bauer Willi sein Getreide drin ist. Ich freue mich sehr, dass ich ihn heute wieder begrüßen darf zu einer weiteren Folge unserer Sommergespräche. Wir sind mitten im Everdinger Becken und wie gesagt, herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Wir sind heute beim Fritz Obermeier, das ist ein Ackerbauer. Eben, wie gesagt, da mitten in Oberösterreich im Everdinger Becken. Die Gunstlage in sozusagen in Österreich. Da wird sehr viel Gemüsebau gemacht und jeder wird sicher die Essiggurkeler kennen von EFCO, die kommen also daher. Eine wunderbare Gegend und eigentlich haben wir ein Sommergespräch, sitzen aber sozusagen in der trockenen Stube. Draußen haben wir Gott sei Dank sehr viel Niederschlag, was uns ja als Landwirte eh sehr gefreut. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Bauer Willi. Und wer den Namen schon mal gehört hat oder durch irgendwo gelesen hat, er ist ja natürlich auch Buchautor, Blogger, wird vielleicht schon mal ein bisschen ein Gefühl dazu kriegen. Und wer noch nie gehört hat, den darf ich heute wirklich überraschen mit einem super tollen Gespräch. Ich freue mich wirklich sehr, lieber Bauer Willi, dass du heute da zu uns nach Österreich gekommen bist, weil... Wieder mal, erzählen wir noch. Er ist nämlich aus Deutschland, in der Nähe von Köln. Und das wird uns aber alles selber erzählen. Wie gesagt, einmal zu dir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass wir uns sozusagen, ich würde schon fast sagen, in der Mitte treffen, aber das geht sich nicht ganz aus. Zwischen Schlappmeck und Köln ist Oberösterreich nicht die Mitte. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Heißt du wirklich Bauer Willi? Nein. Eigentlich heiße ich mit vollem Namen Dr. Willi Krämer-Schillings. Also auch noch ein Doppelnamen und auch noch ein Doktor. Aber ich habe gedacht, das ist so ein langer Name, das muss man irgendwie verkürzen. Und der eigentliche Hintergrund war, als das losging bei mir mit dem Bloggen, studierte unser Sohn noch in Hohenheim. Und weil der Name Krämer-Schillings halt ungewöhnlich ist, wollte ich nicht, dass der Sohn während des Studiums mit seinem bekloppten Vater irgendwie in Verbindung gebracht wird. Und da habe ich mir gedacht, dann musst du dir einen Künstlernamen geben. Und habe dann überlegt, was machst du, was irgendwie kurz ist, was auch prägnant ist. Und dann habe ich einfach gesagt, dann nenne ich mich Bauer Willi. Ja, damit eben auch die Leute nicht immer diesen langen Namen bringen müssen. Aber das war eigentlich letztendlich der Hintergrund. Und wobei ich damals, als das 2015 losging, der Meinung war, das wird irgendwie bis, ich habe ja im Januar damals diesen Brief an den Verbraucher geschrieben, den man bei mir auf dem Blog nachlesen kann, www.bauerwilli.com. war der Meinung, das geht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und das war im Januar 2015 und jetzt guck mal auf die Uhr und es ist Juni 2022 und es geht immer noch weiter, weil die Themen einfach nicht ausgehen. Ja, genau. Und ich möchte jetzt gleich dazu sagen, wenn man jetzt die Konsumentinnen und Konsumenten denken, naja, das wird halt eher ein Fader-Podcast, weil jetzt unterhalten sich zwei Bauern. Da eine hat sogar das Name Bauer im Wort sozusagen, im Namen drinnen. Dann kann ich euch aber beruhigen, weil der Bauer Willi und ich, wir sind nämlich nicht immer einer Meinung. Du hast im Vorgespräch so gut gesagt, so gut wie gar nicht. Aber das ist das Schöne, wir verstehen uns trotzdem sehr, sehr gut. Wir schätzen uns. Du bist ja schon bei mir daheim am Hof gewesen. Wir haben da wirklich ein Gipfeltreffen gehabt am Küchentisch mit Reinhold Messner. Richtig. Wir haben heute nachgeschaut, das war 2017.
18. Oder 18, 18. Genau, 18. Genau. War wirklich mit dem Reinhold Messner ein tolles Gespräch. Wir haben uns damals wirklich unterhalten, Zukunft Landwirtschaft sozusagen. Und wir haben dich auch schon daheim besuchen dürfen auf deinem Hof in Köln. Richtig. Mit einem Teil vom Team. Und das war im Oktober 2019. Ja. Und das Tragische war, wir sind weggefahren vom Bauer Willi und der hat ein paar Wochen später ins Spital müssen mit einem schweren Herzinfarkt. Und wir haben wahrscheinlich vermutet, weil wir wieder gefahren sind, aber das war dann doch nicht der Fall. Nein, nein. Aber wie ich sehe, es geht dir total gut, oder? Ja, du hast dich gut erholt. Also gesundheitlich alles in allerbester Ordnung und fit wie ein Turnschuh. Und wie gesagt, ich bin früh genug ins Krankenhaus gekommen. Und was auch noch interessant war, als ich im Krankenhaus im Operationssaal lag, hat mich ein Landwirtssohn operiert und mir einen Stent gegeben und wir haben uns über Zuckerrüben unterhalten. Ja, schau, perfekt. Also, verrückt, also selbst im Krankenhaus verfolgt einen die Landwirtschaft und ja, nein, es ist aber, ich bin dann zwei Tage später wieder nach Hause gekommen, habe dann bei uns zu Hause die Anhänger wieder angestrichen. Und wieder voll weiter. Und wieder voll weiter, ja. Yeah. Wobei meine Frau manchmal mit mir schimpft und sagt immer, mach mal ein bisschen kürzer. Ja, ja, aber du bist ja noch jung geblieben und sehr, sehr aktiv. Er ist ja wirklich ein ungewöhnlicher Bauer. Er twittert nämlich auch fest und es gibt wenig Bauern, die twittern. Ich verfolge dich da natürlich überall auf deine Kanäle. Und denke mir ab und zu, das sehe ich jetzt auch anders. Das ist das Gute. Das ist wirklich das Gute. Also ich war gestern auch bei einem Vortrag und habe dann in der Diskussion gesagt, bitte sagt mir doch, wo ihr nicht meiner Meinung seid. Ja. Weil nur das, wo man nicht einer Meinung ist, kann man sich ja wirklich ernsthaft unterhalten. Wie langweilig ist das, wenn man sich immer einer Meinung ist? Mhm. Also ich erlebe das ja auch zu Hause. Und er ist wirklich sehr aktiv in Deutschland. Also in Deutschland ist er eine Nummer. Und ich habe das festgestellt, ich war vor ein paar Wochen in Wien und belausche so am Nachbarstädtisch ein Gespräch zwischen zwei Damen und dann komme ich drauf, dass die eine, also ich habe es nicht wirklich belauscht, aber wie man es halt so mitkriegt, und dann sagt halt die eine, ja, sie ist halt von Greenpeace Deutschland und dann sagt halt die eine, ja, wie geht es euch so in Deutschland eben bei Greenpeace? Und dann sagt sie, na so eh ganz gut, mit ein paar haben wir halt große Probleme. Ah, und mit wem so? Und dann sagt sie, ja, da gibt es ja so einen gewissen Bauer Willi, der macht uns schon das Leben schwer. Habe ich schmunzeln müssen, aber dann, okay. Also, ja. Du magst Greenpeace Deutschland ein bisschen Probleme. Das wundert mich, weil ich mit Greenpeace eigentlich relativ gute Kontakte auch habe. Ja. Yeah. Wobei. Na, sie hat das ein bisschen mit einem Schmunzeln gesagt, also okay. Es war nicht unernst, okay. Ja. Ich habe natürlich dann nachgehakt und dann hat sie gesagt, naja, der hat halt schon, der ist halt von der intensiveren Landwirtschaft sozusagen der Vertreter. Ja. Und ja, wie steht es um die intensivere Landwirtschaft? Steigen wir ein ins Thema. Ihr habt einen neuen grünen Landwirtschaftsminister. Ich denke mal, du bist total happy, oder? Ich bin absolut glücklich, weil der Mann unglaubliche Sachkenntnisse hat, weil er Sozialpädagogik studiert hat. Ja. Und nein, in Wirklichkeit ist es so, in dem letzten halben Jahr, also im Dezember hat er ja seinen Eid abgelegt, muss ich feststellen, dass eigentlich nichts passiert ist. Was erstmal gut ist, weil das meiste, was wir uns Landwirte wünschen, ist, dass wir vor der Politik in Ruhe gelassen werden. Und das hat er eigentlich das letzte halbe Jahr ganz gut geschafft. Er hat sehr viel angekündigt, aber er hat jetzt eine neue Kennzeichnung auf den Weg gebracht für Schweinefleisch. Bisher gab es eine Kennzeichnung mit 4 Stufen, jetzt gibt es eine mit 5. Das ist jetzt kein weltbewegendes Ereignis. Aber ansonsten bekommt man von ihm eigentlich nicht viel mit. Was ich aber auf der anderen Seite bedauerlich finde, weil bei uns gerade die Tierhaltung sehr, sehr schwer in der Kritik ist. Und die Schweinehalter haben es im Augenblick ganz besonders schwer, weil sie in der Klemme sind. Auf der einen Seite die Fleischpreise steigen im Laden. Die Erlöse für die Landwirte sind leicht angestiegen, aber die Futtermittelpreise explodieren. Also ich habe jetzt gehört, die müssen für 100 Kilo Futter zwischen 45 und 50 Euro bezahlen. Aber die Schweinepreise bewegen sich im Augenblick überhaupt nicht mehr, sind wie eingefroren. Und da hilft eine Kennzeichnung den Landwirten vor Ort überhaupt nicht. Was die jetzt wirklich bräuchten, wären Maßnahmen vom Ministerium, um, was weiß ich, den Absatz zu fördern oder sonst noch irgendwie was. Und
Sie aus dieser Klemme zwischen steigenden Kosten und stabilen bis sinkenden Erlösen rauszubekommen. Das bedeutet nämlich in der Konsequenz, dass die irgendwann, und da stehen sehr, sehr viele kurz davor, das Handtuch schmeißen. Und das bedeutet dann, dass letztendlich die Schweinehaltung aus Deutschland auch verschwindet. Das Verrückte ist, der Lebensmitteleinzelhandel geht sogar noch dahin, dass er zwar auf der einen Seite immer verkündet, er würde diese Kennzeichnungsgeschichte ja toll finden, kauft aber dann das Schweinefleisch in Spanien. Das muss nicht gekennzeichnet werden. Und in Spanien ist es im Augenblick so billig, weil Spanien bezieht einen Großteil seines Futters aus der Ukraine oder bezog sehr viel des Futters aus der Ukraine. Das ist so gut wie nicht mehr verfügbar. Und ich habe gehört, ich kann es nicht belegen, dass zurzeit in Spanien Schweine geschlachtet werden mit 60, 70, 80 Kilo, weil man einfach kein Futter mehr hat und sagt, ich muss die Fresser irgendwie wegkriegen. Und dann werden sie geschlachtet. Und damit drücken sie dann auch auf den deutschen Markt. Mhm. Und der LEH sieht das sehr entspannt und sagt, wenn ich es in Spanien billiger bekomme, dann kaufe ich es halt in Spanien und den Verbraucher im Laden. An dem Fleisch ist ja keine Frage dran, ob das deutsches Fleisch ist oder spanisches Fleisch, interessiert ihn letztendlich nicht. Er entscheidet nach dem Preis und kauft das, was preiswert ist. Jetzt beschäftige ich mich natürlich bei Landschaft Leben auch sehr viel mit den Märkten, vor allem in Österreich, aber habe natürlich auch die Schweinewirtschaft in Deutschland und Spanien mitverfolgt. Also ich kann das nur bestätigen, das stimmt ja. Mit Spanien, also die Informationen habe ich auch. Aber man muss schon sagen, wenn ich mir anschaue, Deutschland und Spanien haben halt sehr viel Schweinefleisch für China produziert, nämlich auch Edelteile. Mhm. Und China durch die Schweinepest ist ja quasi Deutschland jetzt alles gesperrt. Spanien darf auch nicht mehr liefern. Jetzt sozusagen, wie sinnvoll war das eigentlich? Wir haben Futtermittel aus Südamerika importiert, haben sozusagen dafür, also wir haben Nährstoffe von einem Kontinent auf den anderen transportiert. Und transportieren das Fleisch wieder weiter auf einen anderen Kontinent oder nach China, sage ich mal. Ja. Aber jetzt natürlich zu jammern, dass das Schweinefleisch nicht mehr absetzbar ist, lässt für mich eigentlich nur, also da muss ich fast ein bisschen müde lächeln, weil man denkt, naja, darauf zu vertrauen, die Chinesen haben uns irgendwann einmal versprochen, bitte produziert Milch ohne Ende, wir kaufen euch jeden Liter Milch ab. Ja. Dann ist die Kontingentierung gefallen, haben die Chinesen gesagt, das können wir jetzt selber. Ja. Und zwar nicht mit 20 Milchkühen, sondern 100.000 Milchkühen in den Ställen. Ja. Also die haben uns schon ein bisschen verarscht. Also China hat uns in Wahrheit einfach verarscht, so sage ich das einmal. Ja. Weiß ich nicht. Also ich sehe das wirklich an der Stelle ein bisschen anders. Also vor 20, 25 Jahren, als die Schweinehaltung anfing in dem größeren Stil, war das in bestimmte Region, vor allen Dingen sagen wir, Nordwesten von Deutschland, wo die Ackerböden relativ schwach sind, wo die Landwirte aber trotzdem eine Zukunft haben wollten. Und wo dann die Schweinehaltung auch etabliert wurde. Also bei uns zum Beispiel, ich komme ja aus der Köln-Aachener Bucht, bei uns im Kreis Neuss, wo ich zu Hause bin, gibt es mehr Pferde als Kühe. Schweine weiß ich gar nicht, wie die aussehen. Mhm. Also doch, ich weiß schon, aber es gibt so gut wie keine Schweine. Und wir haben einen regionalen Schwerpunkt. Da sind natürlich die Schweineställe auch groß geworden. Vielleicht für den einen oder anderen zu groß, will ich gar nicht sagen. Aber was die Exporte nach China angeht, habe ich andere Informationen. Es gehen vor allen Dingen eben die unedlen Teile. Also Pfötchen, Schnauze, Schwänze, Ohren, die sind nach China gegangen, weil sie dort als Spezialitäten gelten. Und was keiner weiß, wir in Deutschland sind sogar Importeure von Schweinefleisch, und zwar von Filet und Schnitzel. Das heißt also, dieser Selbstversorgungsgrad von, ich weiß jetzt nicht, ob es 115 oder 120% sind, heißt letztendlich, unsere Kunden kaufen wirklich vom Schwein nur noch die guten Sachen. Und weil eben China ein hochattraktives Land ist und die das als Spezialität ja ansehen, die Öhrchen und die Schwänze und die Pfötchen, war das natürlich für den deutschen Markt interessant. Wobei der Landwirt, der die Schweine erzeugt, ja überhaupt keinen Einfluss darauf hatte und auch heute noch hat, wohin das geht. Nehme aber das Beispiel Getreide und Afrika. Unsere Genossenschaft ist 500 Meter von unserem Hof entfernt, liefere Getreide hin und ich weiß, dass 80% des Getreides, was bei uns in der Köln-Aachener Bucht
produziert wird von, oder an unsere Genossenschaft geht. Wir erfassen so im Jahr 200.000 Tonnen Getreide. Geht an die Mühlen in Neuss, Düsseldorf und Köln. Da sind die Mühlen. Da wird da Mehl draus gemacht. Natürlich gibt es auch Futtergetreide. Das Futtergetreide geht dann an die Futtermühlen. Die gibt es auch dann vor allen Dingen in Neuss. So, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einer Frau Schickling vom ZDF Zoom, die dann auch sagte, ja, ihr Getreide geht nach Afrika. Es stimmt, es geht europäisches Getreide nach Afrika, weil wir in Europa, in Deutschland, Frankreich vor allen Dingen, Überschüsse haben. Aber Überschüsse nur deshalb, weil es eben diesen nordafrikanischen Markt gibt. Wir haben, wenn man also Marokko, Algerien, Libyen, Ägypten sieht, einen Bedarf an Weizenimporten von ungefähr 28 Millionen Tonnen Getreide. Ich weiß das deshalb so genau, weil wir in Europa über Farm und Farm to Fork demnächst, ab nächstem Jahr, 4% Flächenstilllegung machen sollen. Diese Flächenstilllegung in Europa entspricht 4,2 Millionen Hektar Ackerfläche. Würde man auf diesen 4,2 Millionen Hektar Ackerfläche Weizen anbauen, gäbe das in der Gesamtsumme bei einem europäischen Durchschnittsertrag von 8.000 Kilo eine Summe von 25 Millionen Tonnen. Also das, was Nordafrika braucht an Getreide, weil sie es nicht selber produzieren können, entspricht dem, was wir an Flächenstilllegung nächstes Jahr machen. Das heißt, durch diese Flächenstilllegung verschärfen wir eigentlich noch die Not, die wir durch den Ausfall von der Ukraine haben. Und das ist für mich überhaupt nicht einsichtig, warum wir so etwas machen. Und da sage ich auch als Landwirt, lieber Özdemir wieder, lass uns doch Farm to Fork mal für mindestens ein Jahr mit der Flächenstilllegung aussetzen, damit wir diese Flächen für die Ernährung zur Verfügung haben. Jetzt kommt der Johannes Reuer und sagt, ja, aber ihr verfüttert ja auch viel Getreide. Ne? Das, ich nehme also deine Argumente gleich vorweg. Du kennst mich schon gut, gell? Ja, genau. Also, ich weiß doch, wie du denkst. Und da sag du analysiert. Ich, da sage ich, das ist natürlich in irgendeiner Art und Weise schon richtig, aber das kann mittelfristig vielleicht eine Lösung sein, indem wir die Tierhaltung zurückfahren. Die Tierhaltung zurückfahren bedeutet aber auch, dass Fleisch natürlich teurer wird. Das ist ganz logisch. Damit hätten wir auch Flächen frei für die menschliche Ernährung an Getreide. Vollkommen richtig. Aber kurzfristig, sprich für 23, hilft uns das überhaupt nicht. Es sei denn, wir gehen mit der Kalaschnikow in den Schweinestall und legen die Schweine alle um. Hm, oder die Rinder oder was auch immer. Ja, also, sag mal, so. Und da sage ich mal, bei Rindern, du bist ja, glaube ich, Milchviehhalter oder Mutterkuhhalter. Kalbinnenaufzucht. Mhm. Genau. Produzierst ja auch Fleisch. Mhm. Ne? Und wir sollten ja alle weniger Fleisch essen. Mhm. Also, wir können die Tierhaltung zurückfahren. Ja, das geht, aber das hilft uns eben für das nächste Jahr oder für das übernächste Jahr. Ich gehe davon aus, dass die Nahrungsmittelkrise auch noch weitergeht. Eben überhaupt nichts. Hey. So, dann können wir uns darüber unterhalten, in welcher Reihenfolge wir es machen. Na, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Was? Du ich hast deinen Rededrang ohne Ende. Na, du kennst mich gut, aber die Frage hast mit der hast wahrscheinlich noch nicht gerechnet. Und die ist jetzt gar nicht auch für dich so schlecht, denke ich mal. Es geht mir jetzt gar nicht um das, dass ich sage, du, wir sollten weniger Tiere haben, was wir wahrscheinlich aufgrund klimatechnischen Überlegungen vielleicht wirklich andenken müssen, sagen uns zumindest die Klimaforscher. Ja. Aber ich gehe in eine andere Richtung. Warum machen wir uns als Landwirte, als Bauern immer gleich Gedanken, wir müssen die Welt versorgen mit Lebensmitteln? Ja. Jetzt weißt du, Märkte werden gesteuert von Angebot und Nachfrage. Ich habe mit der Olga Trofmi-Zeber, die war die ehemalige ukrainische Landwirtschaftsministerin, verhandelt jetzt gerade den EU-Beitritt für die Ukraine im Bereich Landwirtschaft. Mit der bin ich jetzt eigentlich laufend, jede Woche im Austausch. Und sie geht davon aus, dass die Gesamtmenge an Getreide, was normalerweise jetzt die Ukraine exportiert hat, heuer 20-25% werden es noch hier schaffen. Das heißt, 75% werden nicht exportiert. Ja?
Es wird ein riesiges Problem werden, weil keine Lagerflächen zur Verfügung stehen. Also es wird richtig clashen. Ja, ja, richtig. Ja. Das erste Mal, du sagst Verbraucher, wir sagen Konsumentinnen und Konsumenten, werden im Herbst die Menschen draufkommen, hey, eigentlich sind Lebensmittel wertvoll. Ja. Weil der Preis wird massiv nach oben gehen. Ja. Und ich kämpfe ja gegen diese Wertlosigkeit. Ja. Und wie viele Bauern kenne ich, die was kein Einkommen nehmen, ihr wirtschaften, weil einfach alles wertlos ist. Ja. Du sagst das jetzt bei den Schweinen, aber das ist ja im Getreide auch. Und dann höre ich und kriege ich Videos von deutschen Bauern, die drehen durch und sagen, wie kann man jetzt quasi auf den Bracheflächen oder ökologischen Stilllegungsflächen die produzieren, die Welt verhungert. Und denke ich mir, macht sich ja da um keinen Bauern irgendwer Sorgen. Ja? Ist doch jedem egal, ob der aufhört. Ja? Aber der Bauer macht sich plötzlich Sorgen um die Verbraucher. Also das verstehe ich nicht. Also das ist der seltene Fall, wo wir einer Meinung sind. Ach schon! Ah doch! Nein, also im Grunde genommen gebe ich dir wirklich recht, weil warum machen wir Landwirte uns eigentlich einen Kopf daran? Genau. Da lasst die Leute doch fürs Brötchen demnächst 2 Euro oder 3 Euro bezahlen. Dann ist das, was man so Wertschätzung nennt, wirklich wieder da. Dann wird auch das Thema Lebensmittelverschwendung ein ganz anderes sein. Dann wird man nämlich dieses Brötchen nicht mehr in die Tonne schmeißen, sondern wird daraus Paniermehl machen, wie das meine Eltern und meine Mutter und sogar meine Frau macht. Dass wirklich alles, was gewachsen ist, ob das jetzt Pflanzen oder Tiere sind, dass man das wirklich bis von Nose to Tail wirklich auch verwendet. Aber auf der anderen Seite sage ich, vielleicht ist es verkehrt, aber ich sehe auch eine soziale Verantwortung, die Politik darauf hinzuweisen, dass wir in eine Situation hineinlaufen, die kritisch werden kann. Natürlich würde uns das, was die Preise angeht, irgendwo nutzen, aber ich erinnere mich da auch immer an meine Mutter, die aus dem Zweiten Weltkrieg erzählte, wo die Leute mit dem Teppich auf den Bauernhof gekommen sind, um die gegen Kartoffeln zu tauschen. Also in eine solche Situation möchte ich dann auch nicht kommen. Ne? Und ich habe gestern Morgen im Fernsehen gehört, dass unser deutscher Bauernpräsident gefragt wurde, wie es mit der Versorgungssicherheit aussieht. Und da hat er erstmalig einen Satz gesagt, den fand ich sehr erstaunlich. Der wurde nicht weiter kommentiert, aber ich fand den wirklich sehr erstaunlich. Er sagte, er sieht die Versorgungssicherheit für Deutschland gesichert bis zum ersten Quartal 2023. Das war das allererste Mal, dass ich gehört habe, dass irgendjemand die Versorgungssicherheit ganz prinzipiell zeitlich begrenzt hat oder in Frage gestellt hat. Und das sehe ich auch. Ich sehe tatsächlich, dass es Versorgungsengpässe geben wird. Das wird aber im Augenblick alles so ein bisschen weggewischt, so nach dem Motto, als würde uns das alles nicht betreffen. Es wird auch so sein, dass wir in Deutschland oder in Westeuropa auch, wir werden nicht verhungern. Das ist vollkommen klar. Aber wir werden natürlich dadurch, dass die Nahrungsmittel so knapp werden und ich sage mal 75% der Ukraine, wenn die wirklich ausfallen, das ist eine Katastrophe. Die ganz große Frage ist ja auch überhaupt, wenn morgen die Häfen in Odessa geöffnet würden, wonach es überhaupt nicht aussieht, dann wäre es vielleicht nur 50%. Aber das ist eben bei dem Volumen, was die Ukraine liefert. Und da hat sich vorher nie irgendeiner Gedanken darüber gemacht, was da für Volumen dahinter stehen. Dass die Ukraine 4-mal größer ist als Deutschland. Ich bin selber 3-mal in der Ukraine gewesen. Ich habe da an Flächen gestanden mit 2400 Hektar Zuckerrüben, wo man sagt, wow, Wahnsinn. Ertragreich, genau wie bei uns Schwarzerdeböden. Aber es wird uns nicht betreffen, aber es wird in der Folge andere Krisen haben. Wir haben eben über Nordafrika gesprochen. Ägypten hat 104 Millionen Einwohner. Das sind 20 Millionen mehr als Deutschland. Heute hat ja jeder Google Maps. Da soll man mal mit Google Maps auf Ägypten runterzoomen und gucken, wo da Landwirtschaft betrieben wird. Das sind 300 Meter rechts und links vom Nil. Und das ist das Nil-Delta. Weißt du, was im Nil-Delta wächst? Frühkartoffel für Österreich und Deutschland. Frühkartoffel, damit wir hier im März frische Kartoffel essen können. Auf der anderen Seite sage ich, wird jeder erstmal sagen, ja, was für ein Wahnsinn. Ich sage, die machen es genau richtig.
Die Frühkartoffeln kosten Heidengeld. Ich glaube, ist Kilo 2 Euro. Die können auch 3 Euro kosten und sie werden gekauft. Warum sollen die im Nildelta billigen Weizen anbauen? Mhm. Also eigentlich, aber das ist natürlich Weltmarkt. Und von daher, das, was wir hier in Deutschland gut können, auf unseren Grundstandorten, bei mir zu Hause haben wir schon zweimal hintereinander auf einzelnen Flächen 125 Doppelzentner Weizen geerntet. Ich habe das nie für möglich gehalten. Ich weiß, dass mein Vater irgendwann in den 70er Jahren reinkam und sagte, wir haben hinterm Bahndamm auf der Parzelle 60 Doppelzentner Weizen geerntet. Absoluter Rekord, ich glaube, mehr geht nicht. Heute ernten wir das Doppelte, aber konventionell. Mhm. Halt eben mit Pflanzenschutzmittel. Mhm. Du würdest wahrscheinlich als Biobauer sagen, Pestizide, ich sage Pflanzenschutzmittel. Na, das haben wir schon einig. Okay, also, und wie gesagt, das machen wir auf einem Hektar. Mhm. Das heißt, wenn wir extensivieren, den Ertrag halbieren, brauchen wir 2 Hektar für die gleiche Menge. Und da müssen wir uns einfach, dann sage ich mal, auch gesellschaftlich darüber klar werden, was wir wollen. Wo wollen wir hin? Jeder weiß, ich sage nochmal Farm to Fork, wenn ich Pflanzenschutz um die Hälfte reduziere, wenn ich politisch gewollt sage, bis 2030, das ist in 8 Jahren oder 7,5, je nachdem, wir haben jetzt Juni, 30% Bio. Du weißt selber, Bio hat nicht die Erträge wie konventionell. Das heißt, ich reduziere da auch zweimal die Erträge. Und wir haben Selbstversorgung in Getreide, in Deutschland, in Kartoffeln und in Milch, Schweinefleisch noch. Aber das ist zum Teil auch auf Kante genäht. Und wir waren gestern, waren wir hier in Hagenberg und da waren wir auf einer Fläche, wo einer von der Landwirtschaftsschule, hier vom AGB, da sind wir an der Fläche gewesen, wo ein Hektar, also der hatte ausgerechnet, bei 8,9 Millionen Einwohnern in Österreich und 9 Millionen Landesfläche hat jeder Österreicher einen Hektar. Mhm. Davon sind aber 4.500 Quadratmeter Alpen. Mhm. Da wächst schon mal nichts. So, dann sind 1.500 Quadratmeter Acker, 1.500 Quadratmeter Grünland. Dann kommen noch so 4.000 Hektar Wald. Das heißt, und zwar die 1.500 Hektar Grünland ist eben absolutes Grünland. Das bist du im Prinzip mit deinem Betrieb. Du wirst ja auf deinen Flächen keinen Mais oder keinen Weizen oder kein Soja anbauen können. Also bleibt für jeden Österreicher zum Schluss nur noch 1.500 Hektar Ackerland, wo dann Kartoffel, Getreide, Gemüse, Erdbeeren wachsen, um den Österreicher zu ernähren. Das heißt, die Selbstversorgungsgrad in Gemüse und Obst ist sowohl in Österreich als auch in Deutschland unterirdisch. Mhm. Wir liegen bei irgendwo 30-40%. Das haben mir jetzt eben die Olga auch gesagt, in der Ukraine kriegen sie momentan aktuell ein Riesenproblem mit Gemüse- und Obstversorgung, weil das ist alles im Süden, das ist jetzt alles schon unter russischer Kontrolle. Ja. Ja. Also sie können sie momentan da nicht mehr selber versorgen. Aber vielleicht das Spannende bei der Ukraine, sie hat mir erzählt, sie haben 2001, sie haben so 49 Millionen Einwohner, 2001 haben sie noch selber Weizen importieren müssen. Mhm. Also war nicht möglich, dass sie sich selber versorgen. Ja. Und 2021 hat die Ukraine produziert für 600 Millionen Menschen. Mhm. Also sie haben für 550 Millionen Menschen exportiert. Ja. Vor allem für den nordafrikanischen Raum eben, 300 Millionen Leute. Ja. Das heißt, wenn da jetzt so ein Ausfall ist, ja, ist das wirklich eine Katastrophe? Da bin also ich bei dir. Reden bei Äthiopien und Jemen von 90%, die aus der Ukraine kommen. Ja, es ist brutal. Ja. Das ist brutal. Es ist wirklich brutal, ja. Und deshalb sind auch, glaube ich, im Hintergrund alle hochnervös. Das wird halt jetzt der Bevölkerung einfach noch nicht mitgeteilt, sage ich dir. Ja. Aber im Hintergrund sind alle nervös. Ich habe es dann auch vorige Woche gefragt, sage ich, wie geht es euch mit dem Bahnverkehr? Ja. Dann sagt sie, du Hannes, das ist in Wahrheit ein Schmäh, weil es passt nicht zusammen. Wir haben andere Spurbreiten, ja, es gibt keine Verladebahnhöfe. Ja. Auch der Weg, dass man sagt, wir machen das über Rumänien, ja. Sie sagt, da sind überhaupt nicht diese Transportkapazitäten, die Häfen, das funktioniert alles nicht. Das ist Standard wie vor 50 Jahren. Ja. Also es wird zu einer mittleren Katastrophe kommen. Und ich finde es aber spannend, weil mir auch nie bewusst war, ja,
wie stark die Ukraine schon in den europäischen Agrarmarkt eingebunden war, weil sie hat gesagt, schau, wir haben jetzt schon Biogetreide für Deutschland produziert. Und wir werden in Zukunft, sagt sie, sie verhandelt jetzt gerade den EU-Status, sie sagt, sie geht davon aus, das wird noch 5 Jahre dauern, aber es wird wahrscheinlich da kein Weg herumführen, dass die Ukraine, wenn der Krieg vorbei ist, in die EU kommt. Aber es ist schon gigantisch, dass quasi die Ukraine die ganze EU mit Lebensmitteln versorgen könnte. Es ist die Kornkammer Europas. Das ist und das sage ich dir aber eins, ist das nicht absurd, dass Biogetreide aus der Ukraine nach Deutschland kommt? Absolut, ja. So, auf der anderen Seite sage ich dir, ich bin in der Ukraine viel gewesen, ich bin auch in Russland gewesen. Ich habe auch gesehen, wie die Ertragsentwicklung war in der Ukraine, in Russland. Ja, was da in 20 Jahren passiert ist, oder? Ja, aber warum? Ja, warum? Wegen Haber-Bosch. Kennst du Haber-Bosch? Ja. Das ist derjenige, der die Synthetisierung von Stickstoff aus der Luft gemacht hat. Klar, mit Erdgas. Aber ich sag mal, wir Landwirte sind irgendwo die Opfer unseres eigenen Erfolgs. Wir haben es geschafft, also als ich geboren wurde, hatten wir 2,7 Milliarden Menschen. Ich bin ja viel älter als du, ich könnte ja dein Vater sein. Nein, Quatsch. Warte mal, schlapp mich. Nein, heute sind wir knapp 8 Milliarden. Ja, ist brutal, oder? Und die Zahl der Hungernden ist zurückgegangen. Wie du geboren worden bist, 2,7 Milliarden. Ja. Wahnsinn. Ja. Also das ist ja absurd. Und eigentlich müssen wir diese Diskussion führen, wir aber nicht. Ja. Wir reden über Verteilung und Hunger und Pi und Pa und Po. Wir reden aber überhaupt nicht über die Bevölkerungsentwicklung. Ja. Jeder zweite Mensch auf der Erde lebt nur, wenn wir Stickstoffdünger haben. So ist das. Es ist brutal, so. Aber jeder zweite Mensch lebt nur deswegen. Und da verstehst du hoffentlich, dass ich bin ja auf der einen Seite Landwirt, auf der anderen Seite bin ich aber auch Blogger und ich schreibe jetzt gerade an meinem zweiten Buch. Das musste unbedingt mal gesagt werden. Das kommt wahrscheinlich im Januar 2023 raus. Einfach den Leuten mitzuteilen, dass das, was wir bisher gemacht haben, dazu geführt hat, dass wir 8 Milliarden geworden sind. Wenn wir das nicht so gemacht hätten, wären wir nicht 8 Milliarden. Und vor allen Dingen, wenn jetzt einer sagt, ja, aber die Zahl der Hungernden hat in den letzten 2 Jahren wieder zugenommen, das stimmt. Aber da muss man mal gucken, wo die Hungernden sind. Das sind alles Krisenregionen, politisch instabil. Das hat mit Landwirtschaft nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht versorgen könnten. Das können wir. Und da sage ich mal ganz einfach, nochmal, ich komme wieder an den Punkt zurück, wir müssen uns gesellschaftlich darüber klar werden, wohin wir wollen. Wenn wir Pflanzenschutz in Europa mit Farm to Fork um die Hälfte reduzieren, reduzieren wir das Gesamtaufkommen an Kalorien, sage ich mal ganz einfach. Und nochmal der Trend Bio. Ich kann doch politisch nicht erklären, ich möchte in 8 Jahren 30% Bio, in Deutschland zumindest, Farm to Fork 25%, sondern ich vergleiche das immer mit einer Kette. An einer Kette musst du ziehen. Dann hat sie eine Funktion. Und so sehe ich das hier auch. Wenn man hingehen würde und sagen, wir werden alles tun, dass der Konsument, Verbraucher, wie auch immer, bis zum Jahre 2030 so viel Bio kauft, dass wir 30% Bio haben, absolut einverstanden. Bin ich der Erste, der sagt, wunderbar, ich stelle mich auf diesen wachsenden Markt ein und produziere auch Bio. Aber ich kann doch nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Ich kann doch nicht hingehen und sagen, ihr Bauern macht jetzt mal erst 30% Bio und wie sich denn der Markt entwickelt, das schauen wir dann mal. Also da bin ich ganz bei dir. Ja. Also danke, 100%. Da sind wir uns schon wieder einer Meinung. Ja, irgendwas hat sie dann. Also, entweder hast du verhindert oder ihr. Irgendwas. Ja, und sag mal, so muss man es doch sehen und das... Aber eigentlich ist das logisches Denken. Ja, genau. Mir hat jetzt extrem gut der Satz gefallen, wir Bauern sind Opfer unseres eigenen Erfolges. Wenn ich jetzt über das nachdenke, du hast vollkommen recht. Ja, wir haben die Produktivität, ich habe das jetzt einmal nachgelesen, vor 2000 Jahren, also zu Christi Geburt, haben auf der Erde ca. 300 bis 500 Millionen Menschen gelebt, je nach Volkszählung damals. Ja. Ja. Also fast nichts. Ja. 1800, also 1800 Jahre später, waren es 800 Millionen. Ja. Und jetzt müssen wir uns einmal vorstellen, jetzt haben wir 8 Milliarden in 200 Jahren. Ja. Also gigantisch. Und das ist nur der Landwirtschaft zu verdanken. Genau. Das muss man ganz klar sagen. So,
Und hier zerhören am Tag in der EU 1000 Bauern auf, am Tag. Darf ich dir noch eine andere Zahl sagen, die ich ganz interessant finde? Die habe ich mal gehört an der Uni in Berlin, wo jemand gesagt hat, wenn wir heute klimaneutral, sage ich mal ganz einfach, und umweltneutral uns ernähren würden, als Jäger und Sammler, dann, also das alles, sag mal, nachhaltig wieder nachwächst und so weiter. Und wir würden der Natur nur das entnehmen, was sie uns freiwillig gibt. Dann würde unser Globus für 20 Millionen Menschen reichen. Für 20 Millionen? 20 Millionen. Das heißt, das also ist, vor 2000 Jahren haben sie dann auch schon ausgebeutet. Ja, das war quasi ja auch schon Ackerbau und Viehzucht zwischen Euphrat und Tigris vor 12.000 Jahren. Da fing das ganze Elend, sag ich mal, an. Weil man halt eben dann gelernt hat, mit dem Ackerbau, auch mit dem Stallmist und so weiter und so fort. Und ich sage ganz einfach, jede Form der Nahrungsmittelbeschaffung ist ein Eingriff in die Natur. Genau. Und das ist einfach so. Ist aber echt eine interessante Zahl. 20 Millionen, ja, das ist nicht. Ich habe es mal gehört, vielleicht habe ich mir auch verteilt. Ich sag mal, scheiß drauf, Hannes, wenn es 200 Millionen sind oder 500 Millionen, spielt keine Rolle. Aber das heißt, die Zahl derer, die wirklich, wie man so schön sagt, ja, wir müssen der Natur und dürfen die nicht ausbeuten. Doch, das machen wir. Ja, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir, seit es uns auf dieser Welt gibt und seitdem wir aufrecht gehen können. Ich habe auch ein Buch gelesen zu dem Thema. Aber das wird wahrscheinlich nachher. Eine kurze Geschichte der Menschheit, und der beschreibt das auch so gut. Egal, wo der Mensch hingekommen ist, Nordamerika, es hat sofort ein riesiges Artensterben gegeben. Der Mensch hat sich einfach alles unterworfen. So ist das. Egal wo. Und auch Kulturen, also ich habe ja das auch alles nicht gewusst mit den Neandertalern und alles, wie das so war. Aber wir haben alle anderen auch sofort ausgerottet. Der kommt ja aus der Nähe von Köln. Okay. Aber wir waren da, also der Homo sapiens ist eigentlich brutal. Ja. Mal untereinander sind wir schon netter geworden, aber auch nicht immer. Also auch wieder eine interessante Zahl, wenn wir so gerade dran sind. Weil ja immer von Methan und den Kühen gesprochen wird. Es hat mir jemand ausgerechnet, dass zu der Zeit, als die Indianer in Nordamerika lebten und die Europäer dahin kamen, gab es ungefähr so viel Bisons wie heute 75% der Viehhaltung in Nordamerika ausmacht. Also wenn man Methan und Bisons sind Wiederkäuer, die haben also damals auch schon, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder 100 Millionen Bisons da gelebt haben, die haben ja auch schon Methan ausgestoßen. Also hat das Unheil mit den Bisons angefangen, jetzt wissen wir es. Also netto gesehen. Nicht unser Erdöl, das na, sicher so, nicht. Ich will damit eher nichts schönreden, sondern ich will einfach nur den Leuten sagen, passt mal auf, Wiederkäuer stoßen Methan aus. Punkt. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber das machen die seit Millionen von Jahren. Und Giraffen und Gazellen und Wisente und Rentiere und Zebras machen das auch alle. Zebras weiß ich nicht. Nein, ist kein Wiederkäuer. Ja, ist kein Wiederkäuer. Ja, pferdeartiges Tier. Egal. Das machen die seit Millionen von Jahren. Also man muss dann nachher auch mal sagen, ja, was ist denn netto jetzt mehr geworden an Methan, was von zusätzlicher Tierhaltung ausgestoßen wird. Und da sind wir wieder bei der unendlichen Diskussion, wir sollten alle weniger Fleisch essen. Ja, von der Tendenz her richtig, wenn wir auch 9 und 10 Milliarden ernähren wollen. Aber für 2023 bringt uns das in der Diskussion also nichts. Da sage ich, da müssen wir gucken. Und da sage ich auch, auf der anderen Seite gebe ich dir so irgendwie recht, dass wir sagen, dann lass es doch einfach noch viel teurer werden. Aber irgendwie tut es mir um die Menschen leid, die es nachher erwischt. Und das sind nicht wir Westeuropäer. Das stimmt, ja. Also auch nicht die Ärmsten bei uns, sondern in Nordafrika, ganz wo es richtig warm sein. Genau. Wenn du jetzt auf die deutsche Landwirtschaft schaust, wenn du nochmal so eine Gesamtbetrachtung vornimmst, wo entwickelt sich Deutschland da jetzt wirklich aktuell hin? Ich habe gestern Abend gesagt, ich kann nicht sagen, wohin sich die Landwirtschaft entwickelt. Die Landwirtschaft gibt es nicht und ich kann nicht sagen, was da generell passiert. Ich habe aber neulich ein Video gesehen von einem gewissen Hannes Reuer. Der war auf einer Veranstaltung und der hat drei Typen von Landwirten geschildert.
Im Übrigen hat er diese Information auch schon wieder geklaut von jemand anderen. Und ich habe die gestern Abend auch wieder geklaut. Und da sage ich mir einfach, diese drei Typen, die finde ich eigentlich ganz gut beschrieben. Das eine ist der kundenorientierte, Kundennähe, der sagt, ich stehe jeden Morgen auf und überlege, wie ich noch mehr Kunden in meinen Hofladen bekomme. Den interessiert, der kassiert auch die Marge für sich. Und den interessiert die große Politik im Scheißdreck, auf gut Deutsch gesagt. Weil er hat das Faible, er will kundenorientiert arbeiten und er will die Kunden für seinen Betrieb begeistern. Dann gibt es den zweiten, das ist der Innovative. Der steht jeden Morgen auf und sagt, was kann ich denn anders machen als alle anderen, damit mein Betrieb sich in die Zukunft weiterentwickelt. Und so ein Typ ist unser Sohn. Der ist ja viel innovativer und auch aufgeweckter als sein Vater und auch cleverer und mutiger vor allen Dingen. Klar, er ist auch jünger. Der vermarktet Sägemehl. Mehr sage ich nicht. Ich sage nur so viel, er kauft es um 8 Cent ein und verkauft es um 1 Euro. So, und von den 2% muss er halt eben leben. Die 2%. Und der hat jeden Tag wieder neue Ideen. Er hat jetzt Physalis im Garten stehen, um eventuell irgendwie mal hektarweise Physalis anzubauen oder Chiasamen oder weiß auch immer. Also der hat jeden Tag neue Ideen und er will in das Geschäft für essbare Insekten einsteigen, also Heuschrecken. Da haben wir zu Hause auch schon ganz erfolgreiche Massentierhaltung gemacht, denn Heuschreckenhaltung ist Massentierhaltung. So, das ist halt eben der Innovative. Und da habe ich jetzt gestern auch in Hagenberg auch den Herrn Köppel getroffen, der auch mit Ideen kam. Und also da gibt es jeden Tag Leute, die Ideen haben. Und wenn es Heu in Kleinpackungen ist, was auch immer. Es gibt tausende Leute, die wirklich gute Ideen haben. Und ich erzähle deshalb nicht mehr über Sägemehl, weil das natürlich ein Nischenmarkt ist. Und wenn einer hört, 8 Cent Kosten und 1 Euro Verkauf, das Liter, das reizt natürlich zum Nachmachen. Deshalb sage ich auch nicht mehr. Wir können ja noch einen Podcast kurz zu reden. So, und dann gibt es den dritten. Und das war der chinesische Kugelschreiberhersteller. Du hast dann wirklich hochgeschaut, mein Vortrag. Ja, ja, und da sage ich ganz einfach, das ist halt eben der Massenmarkt. Und der Massenmarkt sind austauschbare, anonyme Produkte. So, und ich sage mal so gesehen, wir Landwirte produzieren genau genommen eigentlich gar keine Lebensmittel. Wir produzieren Agrarrohstoffe, aus denen andere Lebensmittel machen. Stimmt, also bei Gemüse und Obst ist es anders, die werden ja direkt verzehrt. Das sind direkt auch Lebensmittel. Aber wenn ich Getreide abliefere oder Raps oder was auch immer, ja, im Grunde genommen weiß ich nicht, was damit passiert. Ob aus dem Raps jetzt Rapsöl wird, ob aus dem Raps Biodiesel wird, ich weiß es nicht. Ob der Biodiesel, was weiß ich, wohin irgendwo in die Welt geht, ich weiß es nicht. Ich liefere ab, ich mache über die Börse einen vernünftigen Preis, den mache ich mir auch selber. Aber im Prinzip habe ich ja überhaupt keinen Kontakt mehr zum Kunden. So, und dann sage ich, wenn ich ein anonymes Massenprodukt liefere, was jeder andere auch liefern kann, warum alles in der Welt erwarte ich da Wertschätzung? Wer soll das überhaupt erkennen, dass es von mir ist? Und warum soll der mir auf die Schulter klopfen und sagen, Willi, dein Getreide hat aber lecker geschmeckt? Nein, der weiß es ja gar nicht, dass es von mir ist. So, und da sage ich mal ganz einfach, ob unser Betrieb in 100 Jahren noch existiert oder dein Betrieb in 100 Jahren noch existiert, das liegt nicht am Özdemir, das liegt auch nicht am Deutschen Bauernverband, das liegt auch nicht an der Landwirtschaftskammer, die die Beratung macht, sondern das liegt daran, wie viel Mut, wie viele Ideen, wie viel Kreativität du entwickelst, um diesen Betrieb in die nächste Generation zu bringen. Und da sage ich, da muss ich mir bei unserem Sohn überhaupt keine Gedanken machen. Der ist intelligent, der ist mutig, der ist fleißig, das hat er alles von der Mutter.
Und jetzt musstest du lachen eigentlich. Nein, ich kenne deine Frau, ja. und da sage ich mal, das liegt an jedem Landwirt selber, ob er den Betrieb in die Zukunft bringt. In einem Massenmarkt zu bestehen, ist, glaube ich, die schwierigste Geschichte. Und da wird es vermutlich auch nicht für jeden reichen. Und da gibt es ja diesen schönen Satz, wachsen oder weichen. Da muss man aber auch sagen, wenn man seinen Kuhstall spiegelt und dann eben von 60 Kühe auf 120 geht und dann eine Million oder anderthalb Millionen investiert, ob man sich sicher ist und ob man das gut durchkalkuliert hat, dass das einen wirklich weiterbringt. Also ich muss jetzt sagen, ich liebe dich jetzt für diese Aussage, weil das ist genau das, was ich jetzt versuche, in der österreichischen Landwirtschaft zu transportieren. Ja. Auch bei dieser Veranstaltung, wo du in den Vortrag gehört hast. Mich hassen es nur leider gerade sehr viele für diese Aussagen. Ja. Aber ich bin eben wirklich der Meinung, dass dieser sogenannte Rohstoffproduzent für den Massenmarkt, erstens, der wird keine Wertschätzung nie mehr erfahren, es gibt No-Name, ja, also wie soll ich da drauf kommen? Ist ja bei anderen Produkten genau das Gleiche, also wie im Kugelschreiberhersteller, der Kugelschreiber ist ein Kugelschreiber, Punkt. Nur der Unterschied ist, der Kugelschreiberhersteller, der weiß, wo er unterwegs ist. Der verdient ja, und das ist das Geile, der verdient ja eh noch ein Geld, und wenn der Kugelschreiber nur 15 Cent kostet. Und ich kenne jetzt Bauern in Österreich, die jetzt aktuell in der Masse, die sind so durchoptimiert, die produzieren am Optimum, die verdienen richtig, richtig viel Geld. Ja. Nur, und da sind wir jetzt so deckungsgleich, ich glaube auch, dass das nur ganz wenige können. Schön. Also da musst du wirklich eine Detailverliebtheit haben, du musst in Prozessen denken können, du musst deinen Betrieb, du musst jeden Cent, du musst jeden Deckungsbeitrag, den musst du da drinnen haben. Ja. Und an jedem kleinen Stellschrauberl musst du jeden Tag drehen. Ja. Und die Typen gibt es, die werden immer bestehen, die werden immer lachen, egal wie sich die Märkte entwickeln. Ja. Aber der Markt, und da konkurriert er dann halt in Zukunft mit einem Bauern von dir von Norddeutschland. Oder, und das sehe ich jetzt, Gefahr ist nicht ein schlechtes Wort, aber wenn die Ukraine zu uns dazukommt, dann konkurriert der dann mit dir. Weil die Olga hat mir so schön gesagt, schau, Hannes, unsere Vision für die Ukraine ist das, wir produzieren alles, was unser Kunde wünscht. Mhm. Wenn er Tierwohl will, machen wir Tierwohl. Wir machen den modernsten Tierwohlstall, Wenn er sagt Bio, dann produzieren wir Bio. Ja. Wenn er sagt Masse, machen wir Masse. Ja. Sie sagt, wir werden einfach alles liefern, was unsere Kunden wollen. Ja. Und für die Ukraine eine tolle Vision. Ja. Für uns ist das aber nicht ohne. Ja, aber ich habe einen Satz, den sage ich allen. Wir Bauern können alles, man muss es uns nur bezahlen. So, und wenn morgen einer um die Ecke kommt und sagt, pass mal auf, ich möchte von dir Schmetterlinge, Hamster, Kibitze und Lerchen. Dann sage ich, gut, mache ich dir. Kostet das und das. Also das ist, wo ich sage, macht Naturschutz zum Betriebszweig. Mhm. Ich mache doch Landwirtschaft, um damit meine Familie zu ernähren. So. Und da sage ich, wenn der Konsument, der Verbraucher sagt, ich möchte von dir jetzt Schmetterlinge haben, dann kann er die haben. Aber das kann ich nicht für umme machen. Mhm. Das muss mein Betrieb finanziell. So, und dann bin ich sogar mit dem BUND und NABU bin ich da sogar einer Meinung. Mhm. Also mit denen habe ich ja auch darüber gesprochen. Und die sagen, da sind wir hundertprozentig, stehen wir da hinter dir. Mhm. Aber das hilft mir nichts, wenn sie da hinter mir stehen, aber nicht in der Umsetzung. Mhm. Auch dafür sorgen, dass das in der Politik ankommt und das, oder wo auch immer ankommt, dass das in die Realität rüberkommt. Weil in dem Augenblick, wo mein Mitbürger, und ich unterscheide ja immer zwischen Verbraucher, Konsument und Bürger, weil der Bürger hat hohe Ansprüche, die der Verbraucher und der Konsument aber nicht bezahlen will im Zweifelsfall. Wenn wir das deckungsgleich kriegen, dass der Konsument und der Bürger die gleiche Person sind, dann wird das auch mit dem Naturschutz funktionieren. Ich glaube nur nicht, das ist aber jetzt meine persönliche Einsicht, dass irgendjemand bereit ist, dafür auch nur einen Cent zu bezahlen. Weil er sagt, da sind wir alle wieder Egoisten, was habe ich denn davon, wenn es mehr Insekten gibt? Genau, das sehe ich genau gleich.
Eins noch anschließend, du hast gesagt, weil du deinen Sohn erwähnt hast, und das möchte ich jetzt auch nochmal in dem Podcast ausstreichen. Du hast gesagt, es hängt wirklich vom einzelnen Betriebsführer ab, ob er den Betrieb in die Zukunft bringt. Und wir kennen so unglaublich tolle Betriebe, die was mit kleinsten Betriebseinheiten top erfolgreich sind. Ich kenne aber auch große, die top erfolgreich sind. Ja, also das hat nichts mit dem zu tun. Aber nee, ist wirklich keine Frage. Wir brauchen eigentlich, ich sage mal so, wenn ich so zurückdenke, wie ich so Bub gewesen bin, da hat mein Vater so gesagt, ja, die Hofnachfolge, man hat halt oft, wenn er vier Buben gehabt hat, wäre der Gescheiteste ist studieren gegangen. Ja. Und ich bin jetzt der Meinung, wir brauchen da einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen die besten Köpfe in der Landwirtschaft. Der Gescheiteste, der sollte auch studieren gehen, aber er sollte den Hof wieder übernehmen. Ja. So wie es dein Bub gemacht hat, oder? Ja. Das hat er von dir gesehen. Ja. Nein, wirklich. Anders wird es nicht gehen. Wir brauchen die besten Köpfe in der Landwirtschaft. Ja. Der hat auch eine Zeit lang außerhalb der Landwirtschaft in einer Firma gearbeitet. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich kündige. Und wir haben gesagt, wie, du kündigst? Also der hat so ein sehr gutes Einkommen. Er sagte, ich kann nicht abhängig arbeiten. Ich muss selber mein eigener Chef sein. Und da sage ich, das habe ich so unbedingt nachvollziehen können. Und der brennt halt eben für seine Geschichte. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wo ich aber auch gestern, als ich da im AZB in Hagenberg war, einfach auch gesehen habe, also so positiv, wie das Klima da oben war, mit Internat. Und dann sind wir durch das AZB durchgelaufen, was die jungen Leute da alle mitbekommen. Von Schreinerei über Schlosserei, über Schweißen, über alles. Also die kriegen eine super, super, super Ausbildung, die sie sogar befähigt, auch außerhalb nachher der Landwirtschaft einen Zuerwerb zu haben oder wie auch immer. Oder was auch immer, vielleicht auch außerhalb der Landwirtschaft nachher landen, weil sie, ja, Landwirtskinder sind immer gefragt, weil sie einfach fleißig sind. Und nochmal, wenn ich halt die Vorträge höre, dann merke ich so ein bisschen, dass die Leute sagen oder denken, ja, du hast gut reden, aber wie soll das denn bei mir im Prinzip, im Betrieb umgesetzt werden? Und da kann ich Ihnen nicht helfen. Da kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Ich kann nicht mit jedem auf den Betrieb gehen und sagen, also an deiner Stelle würde ich das so oder so oder so machen, weil diese Nischen, die gibt es und die muss aber jeder auch suchen und jeder auch finden. Wir waren vorgestern Abend, waren wir auf dem Betrieb, der hat Frellerhof, glaube ich, heißt der. Der hat dann Gastronomie dabei. Das hat auch ganz klein angefangen, auch wie bei unserem Sohn mit seiner Sägemehlgeschichte da. Das hat ganz klein angefangen und hat sich dann entwickelt und entwickelt und entwickelt und hat eben auch harmonisch entwickelt. Da muss dann auch das familiäre Umfeld muss dazu passen. Also da sage ich mal, wenn die Frau nicht mitspielt oder auch die Großeltern, Oma und Opa, die auch oft noch in den Betrieb eingebunden sind, dann wird das schwer. Aber ich kann nicht jedem die Nische zeigen. Genau, ja. Na? Und ich muss auch auf der anderen Seite, ich habe also auch gehört, dass du kritisiert worden bist, du wolltest ja, wärst ja gegen die Anbindehaltung. Nein, du hast gesagt, wir müssen uns darüber klar sein, dass die Entwicklung von der Anbindehaltung weg oder dass die Entwicklung der Anbindehaltung rückläufig sein wird. Irgendwann wird es sie nicht mehr geben. Und das sehe ich leider genauso. Was heißt leider? Es ist so. Wir sehen es überall in der Tierhaltung, dass da Ansprüche an die Tierhalter gestellt werden, die wir, wenn wir in die Zukunft kommen wollen, dann irgendwann auch erfüllen müssen. Wobei ich dann aber auch wieder sage, auf dem Weg dahin müssen die Betriebe auch die Sicherheit bekommen, dass die Investitionen, die sie tätigen, sich nachher auch in Euro und Cent auszahlen. Aber was mir noch ganz wichtig, was mir brennt auf die Lippen, und zwar, du sprichst jetzt den Verbraucher in Deutschland an und ich muss ja auch sagen, ich finde das ganz spannend. Ich habe vor ein paar Wochen jetzt mit dem Chefanalysten von der UniCredit Bank Austria ein Gespräch gehabt. Ja. Wie schaut's aus? Und er sagt, du, wir haben noch bei unseren Privaten, es war noch nie da, dass die Österreicherinnen und Österreicher zum Beispiel so viel Geld am Konto gehabt haben wie jetzt. Ja. War noch nie. Also wir sind so reich wie noch nie. Aber wir haben Angst. Ich meine, du weißt, wir wenden uns mit Landschaft Leben an den Konsumenten. Ja?
um mehr Wertschätzung, um das Gefühl zu bekommen, das Gespräch soll auch dazu dienen. Aber wie siehst du das in Deutschland? Wie, das sind 80 Millionen Einwohner, wie am Ende des Tages wird es ohne unsere Kunden nicht gehen. Ja, Wie ist klar. erreichen wir die? Das, was wir da jetzt erzählen, ja, wir sind uns Ja. mehr einig, als was ich vorher Ja, geglaubt ja, habe. Ja? ja, Aber wie erreichen wir in München irgendwo einen Menschen, der was 25 Jahre alt ist oder 45 oder in Hamburg oben, wie, weißt du, ich bemühe mich echt, ja, aber ich weiß, das ist so unglaublich steiniger, langer Weg. Ja? Oder helfen uns dann Krisen, weil Corona hat zum Beispiel bei uns extrem viel ausgelöst zum Thema Regionalität, ja. Qualitätsbewusstsein. Ja? Müssen wir hoffen, dass irgendwann muss wirklich eine Lebensmittelknappheit kommen, dass vielleicht ein paar munter werden und sagen, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass ich das neue iPhone kaufe, sondern ich kaufe mal ein besseres Brot, wo vielleicht im Bauer Willi sein Getreide drin ist. Ich weiß nicht. Wie siehst du das? Weil Also ich die sag mal, Masse ist ja, das muss man ehrlicherweise sagen, meilenweit weg von Gut und Böse. Ja, die haben wirklich keine Ahnung. Also ich stehe immer wieder in den ja. Diskussionen, auch in privaten Gesprächen, wenn ich denke, wow, du hast überhaupt keine Ahnung, was du da isst, ja, wo das herkommt, wie es produziert worden ist. Ja, vielleicht braucht es da ein sprechendes Schwein. Das haben wir in Österreich. Na, oder siehst du da die Politik? Nein. Also ist wirklich eine schwierige Frage. Der Punkt ist doch, ich glaube, das ist in Österreich und in Deutschland ziemlich ähnlich, dass 80, 85% des Einkaufs passiert bei den vier, fünf Großen. Genau, ja, bei uns drei, Ja, ja. Über drei. 90% bei drei große, Genau, ja. genau. So, und da sage ich mal, da ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, weil der Lebensmittel-Einzelhandel macht immer seine Marge. Und die macht er auf Kosten von zweien, einmal dem Erzeuger und einmal dem Konsumenten. Und meine Oma hat gesagt, Willi, das Erfolgsrezept für Reichtum ist billig einkaufen und teuer verkaufen. Ganz simpel. Na? Und der Konsument, ja, ich weiß nicht, der ist auch so vielfältig. Wir haben das auch gemerkt, jetzt mit Corona, dass also Hofläden und sowas mehr Zulauf bekommen haben, aber keiner weiß so richtig, ob das bleibt, ob das nachhaltig ist. Es ist auch unmöglich. Also ich komme ja in der Nähe vom Ruhrgebiet. Da haben wir ein Konglomerat von vielen Städten. Da leben ungefähr 20 Millionen Menschen auf einem Haufen, sage ich mal. Die können ja nicht alle in den Hofladen fahren. Ne? Wir haben gerade eben in Efferding hier einen Laden gesehen. Effi hieß der. Da liefern die Landwirte in einen Laden ihre Produkte. Und das ist im Prinzip aber, sage ich mal, ein Lebensmittelgeschäft wie jedes andere auch. Das wird aber von einer Genossenschaft von Landwirten betrieben. Sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber die Frage ist, ob ein Herr Aldi, ob ein Herr Lidl, ob ein Herr Spar, ob ein Herr Billa es zulässt, dass solche Konstruktionen entstehen. Sehr gut habe ich gefunden, das gab es in Deutschland, aber auch nur ganz begrenzt. Bei Rewe gab es im Rewe-Supermarkt einen abgegrenzten Teil, wo Landwirte direkt ihre Produkte angeboten haben und haben auch die Preise gemacht. Das wurde auch über die Kasse des Rewes gezogen. Und sie haben der Rewe einen Anteil an ihrem Verkauf abgegeben. Das heißt, sie waren Bauern im Rewe und waren auch als Bauern erkennbar und wie gesagt, haben nur Prozente an Rewe abgeliefert für die Infrastruktur, sage ich mal ganz einfach. Finde ich ein super Gedanke. Hat sich aber nicht durchgesetzt und Rewe hat es auch nicht weiter verfolgt, wobei die Landwirte das sehr gerne so machen würden. Also da gibt es auch Modelle, wie sowas funktioniert. Der Muss ich Kon aber die, nochmal der Konsument, ich bin ja auch irgendwo Konsument genau, und ich wollte gerade irgendwann. fragen, wie kauft eigentlich der Bauer Willi als Konsument ein? Auf was schaust du? Auch nicht im Hofladen, weil Ja, erst aber ich. ist dir zum Beispiel, ist dir wichtig, wenn du ein Fleisch kaufst, dass das aus Deutschland ist oder bist du ein spanisches Definitiv, Schweinefleischer? also definitiv. Also wo wir, und da habe ich auch mich mit meiner Frau darüber unterhalten, da sind wir uns auch einig. Wir haben beide Märkte bei uns im Dorf. Wir kaufen nicht bei Aldi und Lidl.
Aus Prinzip. Da kauft man schon mal Klopapier oder sonst irgendwie so einen Artikel, der aber keine Lebensmittel. Mhm. Einfach aus Prinzip, weil ich sage, ich will dieses Discounter-Denken nicht fördern. Mhm. So, wir kaufen einen Teil unserer Produkte tatsächlich im Hofladen bei befreundeten Nachbarn. Und wir haben einen Garten, den betreut unser Sohn, weil er da Spaß dran hat, der ist 1500 Quadratmeter groß. Das heißt, alles, was Gemüse angeht, Kartoffel angeht, haben wir alles auch aus eigener Produktion. Mhm. Und einmal, weil es Spaß macht und weil wir die Möglichkeiten dazu haben und das, was über ist, das wird am Hoftor in so einem kleinen Wägelchen dann verkauft, damit andere davon was haben, zu unverschämten Preisen. Nein, ist das einfach das, was übrig ist. Ja, im Augenblick zum Beispiel, wir ersaufen in Erdbeeren und können die gar nicht so alles so schnell verzehren und Marmeladenfans sind wir eher nicht. Also und ansonsten sage ich mal, wir haben bei uns einen Rewe, der ist gut sortiert, hat 2.500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und da bin ich so ehrlich zu sagen, ja, da kaufen wir auch ein. Kaufst du Bioprodukt da oder eher nicht? Also was wir definitiv immer kaufen, ist Bio-Weidemilch. Ach schon. Ja, das auch aus Prinzip, weil ich mir einbilde, die würde besser schmecken. Aha, ja schon. Ob so ist, weiß ich nicht. Ansonsten kaufe ich definitiv kein Bio. Mhm. Also Gemüse oder sowas. Und Eier zum Beispiel? Eier muss ich nicht kaufen, weil unser Nachbar, mit dem wir eine Kooperation haben, der hat sich einen alten Bauwagen gekauft. Ja. Und in dem alten Bauwagen hält er 30 Hühner. Und da kommt der Karl, das ist der Sohn der Enkel von meinem Kompagnon, der kommt jeden Samstag und bringt uns 10 freilaufende Eier. Wäscher. Die heißen aber nicht Bio, sondern das sind einfach freilaufende Eier. Ja. Und der will dafür 30 Cent haben, aber er kriegt 40. Mhm. Weil der ist Schüler, der ist jetzt in der 6. Klasse im Gymnasium. Wie heißt das bei euch hier? Ja, Gymnasium. Gymnasium, ja. Und damit fördern wir auch den Karl. Und Milch, Eier. Und ansonsten sage ich mal, Möhren haben wir selber, Kartoffeln haben wir selber. Und bei Fleisch kaufen wir konventionelles Fleisch. Mhm. Ja? Aber zumindest in Deutschland oder ja. So. Ja, das schon. Also der Rewe, ich sag mal, das steht drauf, dass es aus Deutschland ist. Mhm. Ja, dann wird schon. Und also ich mal, da ist wirklich jetzt bei uns auch ein Trend festzustellen, dass der Lebensmitteleinzelhandel öffentlich großartig erklärt, das Kaufland hat jetzt zum Beispiel vor wenigen Tagen nochmal erklärt, dass sie bei Schweinefleisch nur 5D kaufen. Das heißt 5-mal Deutschland, das heißt vom Ferkel bis zur Schlachtung alles in Deutschland. Mhm. Und das auch nachvollziehbar. Ob es dann nachher stimmt, weiß ich nicht, muss man glauben. Ich glaube, wir müssen auf die Zeit schauen. Ich darf mit dir noch voll gern weiterschatzen. Aber ja. Wir haben sicher noch ganz oft die Gelegenheit. Deine Mutter ist jetzt 99, also du hast gute Gene. Die Herzinfarkt steckst du weg wie nichts. Na, schau bitte auf dich, weil ich finde, dass du eine tolle Arbeit leistest. Und wenn du wirklich wieder an einem Buch arbeitest, ich freue mich voll, wenn ich das wieder lesen darf. Ja. Und darf mich jetzt bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Da gucke ich auch mal in die Kamera. Genau, schau mal in die Kamera. das Gespräch war, glaube ich, anders, wie was man sich erwartet habe. Ja. Wir sind uns ähnlicher geworden in vielen Bereichen. Aber vielleicht rücken wir auch in der Landwirtschaft mehr zusammen, das kann auch sein. Und die Themen bewegen uns gleich. Also, und auch das Thema mit der Ukraine, mit der Lebensmittelversorgung, ja, das wird uns als Gesellschaft insgesamt massiv auf den Prüfstand stellen, glaube ich. Und ich glaube, da kommt die Entwicklung erst noch. Im Augenblick wird das noch alles ein bisschen verdrängt. Ja, genau. Ich glaube, so September, Oktober, da wird vielen klar werden, was da eigentlich auf uns zurollt. Ja.
In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Sommergespräch, dieser Podcast, wer nichts weiß, muss alles essen, mein Bauer Willi, taugt eigentlich genauso wie mir jetzt dieses Gespräch und ich werde mir das sicher noch mal nachhören beim Autofahren. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Danke, vielen Dank. Willi, danke schön. Schön mit dir. Schön.